Pilot Barry Seal wittert in den frühen 80ern seine Chance, ins Drogengeschäft einzusteigen. Erfolgreich schmuggelt er mit seinem Flugzeug Drogen über die Grenze, bis die CIA auf ihn aufmerksam wird. Wir brauchen Sie als Transporteur. Und das ist legal? Wenn man es für die Guten macht. Aber obwohl Barry nun für die CIA im Einsatz ist, macht er weiterhin gute Geschäfte mit den Drogenbaronen, bis er sich schließlich komplett verzettelt. Kaum vorstellbar, aber diese Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten. Es fiel sogar den Schauspielern rund um Hauptdarsteller Tom Cruise schwer, das zu glauben. Die unglaublichsten Dinge, die ich überprüfte, stellten sich als jene heraus, die wirklich passiert sind. Tatsächlich sind die Fakten so absurd, dass man sie sich nie hätte ausdenken können. Am besten schaut man sich den Film zuerst an und recherchiert erst dann, was davon der Wahrheit entspricht. Danke, Domhnall Gleeson. Genau so werden wir das machen.